Hallo und herzlich willkommen zur Folge 29 von Gothic 2, das Goldene Naturwissen zurzeit im Ork-Lager. Immer noch quatschen mit den Leuten. Hier haben wir wieder Siedler. Hey, du. Ganz, ganz viele Leute ohne Namen. Und die Standardprozedur, das Standardgelaber, das können wir uns sparen. Dürfen wir uns hier gnadenlos bedienen? Irgendwie schon. Aha, Dietrich. Also irgendwie sollen wir wohl nur niemanden umboxen. Frei bedienen darf man sich hier scheinbar. Ach, da ist doch direkt Jerry. Pass auf, dann gehen wir direkt zu dem. Und fordern ihn zum Duell heraus. Ich fordere dich heraus, gegen mich zu kämpfen. So. Na gut, ich habe schon lange niemanden mehr verprügelt. Treffen wir uns in der Arena. Ach, Junge, babbel nicht. Du hast so eh nichts drauf, außer Zahnbelag. So, die Frage. Ich glaube, erst nach den dreien geht's richtig los. Ich glaube nicht, dass wir dann schon direkt gegen Gorn kämpfen. Für das Amulett. Übrigens interessanter Preis. Also Gold oder Amulett. Da brauche ich nicht zweimal denken. Nachdenken. Also wobei vielleicht doch. Wenn wir mehr Preisgeld bekommen, als das Amulett wert ist beim Händler, dann nehmen wir natürlich das Gold und kaufen das Amulett. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch ein besseres Amulett ist, als das, was der andere anzubieten hat. Ich werde deine Knochen zählen. Mit Sicherheit. Oh. Okay. Hätte mir vorgestellt, dass es einfacher wird gegen Jerry. Wenn ich ehrlich sein soll. Ich werde. Ist das wirklich wahr? Ja, wenn man einmal mal mit dem Crit trifft, ne? Das ist auch gar keine große Sache. Ja. Das war klar, so sieht die Abstufung aus. 200 EP gibt der Sam, 300 der Jerry, 400 der Radgar. Haben halt überhaupt keine guten Schutzwerte. Und 40% Crit ist leider für Gothic-Verhältnisse immer noch. Es ist aushaltbar, ja, aber nicht gut. Oh Mann, mein Kopf. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Geht auf jeden Fall besser. Ich muss sagen, du hast gut gekämpft. Glückwunsch, Mora, du hast Radgar, Sam und Jiri besiegt. Wer gewinnt, bekommt das Gold. Du hast es dir verdient. Jetzt können wir über deinen ersten ernsthaften Kampf sprechen. Du solltest dich gut vorbereiten, denn es wird ein Publikum da sein, das dich beobachtet. Wen soll ich besiegen? Du kannst Goda oder Hogon herausfordern. Ich rate dir, zuerst gegen Goda zu kämpfen. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Ich bin sicher, die Leute wollen sowieso beide Kämpfe sehen. Und wenn ich sie besiege? Dann lernst du deinen nächsten Gegner kennen. Was ich dir jetzt schon sagen kann, ist, dass dein letzter Gegner Gorn sein wird. Der derzeitige Champion. Er ist ein großer, bis jetzt ungeschlagener Krieger. Ich bezweifle, dass du ihn jemals besiegen wirst. Das sehen wir dann. Es ist generell schon wieder katastrophal, dass ich jetzt schon gegen Leute in solchen Rüstungen hier kämpfen muss. Aber was soll's. Ich fordere dich zum Duell. Du? Ja, ich will der Arenameister werden. Was? Du hast mich schon verstanden. Lustig, aber in Ordnung. Bei Goda ist es genauso wie beim Radgar. Wir dürfen uns einfach überhaupt nicht treffen lassen. Alles andere ist egal. Die One-Hitten uns eh. Guck mal, was hat denn der für einen entspannten Gang drauf? Das Problem ist, ich habe wieder alle Lernpunkte rausgeheizt. Wir brauchen 5000 bis zum Level-Up. Wie soll das jemals funktionieren? Das ist doch Irrsinn. Das ist doch alles Irrsinn. Wie soll ich das mit den Piraten erledigen und mit den Orks? Wir müssen warten, bis die Zuschauer ihre Plätze eingenommen haben. Oh klar, gern. Okay, eine Stunde warten, alles klar.
Mach dich auf einen Schrecken gefasst. Immer fest und auf! Ihr kennt's von früher, aus Dark Saga. Arbeitskampf, nenne ich das. Das gibt's doch gar nicht! Es ist übrigens sehr interessant, dass wir nicht gewonnen werden von dem. Und da ist er auch schon. Das wird wirklich widerlich. Speichern. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Verdammt, da haben wir zumindest zu viel kassiert in meiner Meinung nach. Aus dem Licht sitzt ganz laut Kampfsound im Hintergrund. Warum tue ich mir das überhaupt an? Ja, den wirst du wohl schaffen, ne? Das gibt's doch gar nicht! Oh Gott. Das führt zu nichts, oder? Das lassen wir sein. Das können wir machen, aber das dauert ewig lang. Das ist vielleicht nicht so praktisch jetzt im Moment. Ich würde sagen, wir sammeln noch ein bisschen Quests, erledigen noch ein bisschen was anderes. Dann messen wir uns mit den anderen beiden. Und zwar genau auf diese Art und Weise. Kräftezehrend, mit viel Speichern. Das ist ein Schamane. Was machst du hier? Warum störst du meine Meditation? Mora, hast du denn nichts Besseres zu tun? Ich wollte nur... Mora, die Welt stürzt in ihr eigenes Verderben. Ich sehe ein unendliches Meer aus Blut, Schmerz und Leid. Die Welt ist verloren. Beria entlädt seinen Hass auf die Lebewesen. Entlädt seinen Hass auf alles, was für das Gute steht. Beria treibt diese Welt in die totale Zerstörung. Nimm dich in Acht, Mora. Du wirst es nicht einmal merken, wenn der letzte Tag kommt. Nimm dich in Acht. Nur die Aufmerksamsten werden den Tag der Verdammnis erkennen können. Aber es gibt auch Hoffnung. Die wiederbelebende Kraft des Geistes der orkischen Ahnen tut, zusammen mit den anderen Göttern des Guten alles, um die Sterblichen in ihrem Kampf gegen den unendlichen Hass der Verdammten zu unterstützen. Er schützt das Leben und die Menschen, die guten Menschen, die Bösen werden verloren sein. Er schützt das Leben und die Menschen, die das Gute wählen, denn die Bösen werden verloren sein. Du hast recht, großer Weiser, die Wahrheit begleitet deine Worte. Mein Herz ist glücklich, meine Seele jubelt, während meine Ohren misstrauisch sind. Nur wenige wissen wahre Weisheit zu schätzen. Nur die Auserwählten haben Zugang zu ihr oder diejenigen, die ständig an ihre Tür klopfen. Viele Male habe ich gehört, dass ich der Auserwählte bin. Das ist möglich, aber selbst die Auserwählten sind nur kleine Spielfiguren im Angesicht der immensen Dinge, die im Universum geschehen. Ich bin sicher, dass du von vielen Ländern, Menschen oder Kontinenten, die oft jenseits des Vorstellbaren liegen, noch nie gehört hast. Interessante Sache. Erzähl mir etwas mehr darüber. Ah, die Weisheit hat dich interessiert. Ich hoffe, das ist nicht nur Neugierde. Nein, natürlich nicht. Nun, ich könnte dir von jeder Zivilisation, jedem Land und den großen Dingen erzählen, die dort geschehen sind und geschehen. Aber... Ja. Diese Weisheit ist den Schamanen des ehrwürdigen Geistes der Ahnen vorbehalten, nur sie sind würdig, sie zu kennen. Und du wirst nie einer von ihnen werden, also... Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, weiter als Wanderer zu leben, der, auch wenn er schon viel gesehen hat, weiß, dass vor ihm Dinge liegen, die so großartig sind, dass er sie sich nicht einmal vorstellen kann. Er kann nur geduldig warten, bis sich eines Tages die Türen der Weisheit und des Wissens direkt vor ihm öffnen werden. Danke, denke ich mal. Also der Gorehes hat jetzt einfach nur ein bisschen was zu quatschen gehabt. Gucken wir nochmal nach dem... Ah, ein Stück Schwefel nehme ich mit. Nach dem Ork hier oben. Beziehungsweise viel wichtiger seinen Besitztümern. Vielleicht gibt es ja noch ein Elixier der Stärke hier oben.
Wo ist Fleisch und ein Brot? Ansonsten nichts, wenigstens hat er Licht hier oben, ne? Wenn er schon hier alleine rumlümmeln muss. Auf dem Turm. Wenigstens keine absolute Dunkelheit. Schon bricht der nächste Tag an. Aufpassen, nicht, dass wir hier runterfallen. Gibt es hier in dem Tümpel noch irgendwas? Also ich giere ja wirklich nach Elixieren der Stärke. Weil ich glaube, dass wir darauf auch extrem angewiesen sind. Für unsere Lernkurve. Ist das schon recht essentiell und dafür, dass wir noch gar nicht so lange im Spiel sind. Und wir jetzt schon jeweils zwei haben, beweist mir das eigentlich genau das. Dass es auch einiges davon geben wird. Also wir müssen auch genauestens danach suchen. So, Siedler, Siedler. Rendok und Narok. Irgendwie haben die jetzt doch wieder dieselben Farben. Also manche haben rot, manche blau, manche grün. Ich dachte schon, das wäre einzigartig, dass man die aus der Entfernung irgendwie auseinanderhalten kann, aber scheinbar hat das irgendwas mit Rang oder Zuordnung zu tun. Wer bist du? Ich bin ein Krieger aus dem Königreich von Achtor. Ich bin mit meinem Herrn Barik hierher gekommen, um unseren Brüdern die Wahrheit zu überbringen und ihnen die Freiheit zu schenken. Die Freiheit? Ja, die Freiheit von dem bösen Dämon Beliar. Unser wahrer Herr, Herrscher und König der Orks ist der Geist der Ahnen. In unserem Reich Nachtor haben wir Beliar nie so verehrt wie unsere Brüder in Corelis und Notanna. Deshalb sind wir mit unserem Häuptling und den fünf höchsten Schamanen hierher gekommen, um den anderen Orks zu helfen, zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Nur mit der Hilfe des Geistes der Ahnen können diese Orks Teil unserer mächtigen und edlen Familie werden. Alles klar. Wie geht's? Und wie soll das in diesem verdammten Loch gehen? Überall lauern Monster. Man muss immer vorsichtig sein, denn irgendeine Kreatur könnte aus dem Nichts auf einen zustürzen. Und wenn man woanders hingeht, dann springen die Piraten sofort hinter einem Hügel hervor. Ich weiß nicht, warum zum Teufel wir in diesem Loch sind, Mora. In unserem Reich Nachtor war es viel besser. Du warst also bei denen, die aus diesem Königreich kamen? Klar. Ich lebte ein friedliches und wohlhabendes Leben. Aber etwas veranlasste mich, mit Warik auf diese Reise zu gehen. Er versprach, dass wir gegen die Horden von Beliar kämpfen würden. Eine interessante Reise, auf der man eine Menge Gold gewinnen könnte. Und natürlich mussten wir unseren Brüdern die Augen öffnen und sie von der Anbetung des Beliar abbringen. Am Anfang sah tatsächlich alles schön aus. Wir töteten verschiedene Monster rund um die Stadt Corinis und in der Minenkolonie. Wir halfen unseren Brüdern. Aber dann kamen wir hierher. Von Anfang an gab es nichts Interessantes zu tun. Aber dann kamen diese Piraten mit Hannibal. Es war sofort klar, dass sie auf Ärger aus waren. Und es schien eine gute Schlacht bevorzustehen. Doch Warek befahl, dass wir nur verteidigen können. Ah! Ich würde diese Hurensöhne wie Hunde zerquetschen. Außerdem haben sie kürzlich ein paar jüngere Orks entführt. Aber nicht einmal das überzeugte Warek, diese verachtenswerten Feiglinge anzugreifen. Große Krieger, die in jedem Hinterhalt lauerten und junge Leute leicht besiegten. Ich bin mir sicher, dass Warek diese Bastarde gerne selbst angreifen und töten würde. Aber die Schamanen waren anderer Meinung. Die Schamanen? Die fünf höchsten Schamanen, die sich die ganze Zeit im Tempel aufhalten. Sie haben ungewöhnliche Kräfte und die Gabe, verdeckte Dinge zu sehen. Wahrscheinlich sitzen wir nur hier und tun nichts, weil sie sich nicht auf den Angriff geeinigt haben. Ah, meine Hände jucken schon. Okay, interessanter Vorschlag, aber ich glaube, das gibt auf die Finger. Vielleicht könnten wir in der Arena kämpfen. Ich bin diese Kämpfe jetzt schon leid. Ich würde eine echte Herausforderung vorziehen. Okay, das ging wohl einfach ins Leere. Ich brauchte das nicht. Hätte ja sein können, dass sich da irgendwie ein Abenteuer noch draus entwickelt oder so.
Oder halt Kampf in der Arena. Wie geht's? Ich bin Ork, du bist Moa. Was willst du? Nichts, ich habe nur... Moa, mach dein Geschäft. Mich sollte es beschäftigt. Das war doch schon vorher klar. Warum bist du beschäftigt? Misot hält Ausschau nach Falke. Falke fliegt am Himmel. Wozu brauchst du einen Falken? Wenn er das nicht der Falke fliegt sehr hoch. Misot schaut den Falken an. Und was wird passieren, wenn der Falke fliegt? Vielleicht verliert der Falke eine Feder und dann fängt Misot sie. Ich bezweifle, dass der Falke zum Ganyan fliegen wird. Der Falke fliegt zu Misot. Misot wartet auf den Falken. Es gibt dort nur noch mehr. Alles klar, sehr geisterreich. Der Elfskoch pennt hier. Jetzt pennt er wirklich. Jetzt glaube ich dem das auch, dass er schläft. Hatan. Hey Mora, was suchst du in unserem Lager? Ich möchte mir etwas Gold verdienen. Versuch in der Arena zu kämpfen. Wenn du auch nur ein bisschen kämpfen kannst, gewinnst du vielleicht ein oder zwei Kämpfe. Aber wenn ich dich so ansehe, würde ich mich nicht darauf verlassen. Hey, soll das heißen? Eigentlich schaue ich mich nur um. Du kannst dich so lange umsehen, wie du willst. Aber stiehl nicht. Nein. Niemals. Ich wollte wissen, ob ihr Belia wirklich nicht anbettet. Ja, das stimmt. Unser wahrer Meister ist der Geist der Ahnen. Und gerade jetzt stehst du vor seinem Feuer. Bleibe in seiner Gegenwart und du wirst seine Kraft erlangen. Kannst du mir etwas beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du deine Kraft verstärken kannst. Ja, das kann Gorn auch. Und aber trotzdem, danke dafür. Da ist ein Appel. Schön, wie der jetzt auch nochmal hervorhebt, dass wir nichts stehlen sollen. Aber natürlich juckt die das gar nicht so sehr. Hey, 100 Gold. Ne, 20 Dietriche. 20 Gold und Dietriche. 20 Dietriche, das wäre mal ein mächtiger Beutel. Liegt noch eine Säge, also die sind auch noch so halb im Bau befindlich hier im Lager. Noch Heuhabel, ist das eine Waffe? Tatsache, eine schlechte Zweihandwaffe. Eine Schmiede haben wir ja auch noch. Mensch. Interessant. Hallo. Hallo, Mora. Bist du ein Schmied? Ja, Mora. Eigentlich war ich das mal. Jetzt beaufsichtige ich die Arbeit meines Assistenten Brian. Ich bin schon zu alt, um mich um alles zu kümmern. Aha, ich verstehe. Welche Art von Waffen stellst du hier? Eine ganz andere Art. Ich könnte es dir zeigen, aber ich gebe Roka alle meine Entwürfe. Also musst du mit ihm reden. Der verkauft sie nur. Ich weiß schon Bescheid. Kann ich was für dich tun? Ja, Mora. Ich brauche ein paar Erzbrocken. Ich versuche, eine Axt aus magischem Erz herzustellen, aber ich brauche noch ein paar Brocken. Wenn du sie mir bringst, werde ich Warik ein paar gute Worte über dich sagen. Alles klar, was heißt ein paar? Vier sollten genügen, sagt der namenlose Held. Beziehungsweise vermerkt er. Hier sogar noch eine Klinge rumfliegen. Und noch ein Rohstahl. Also wir könnten theoretisch, ich meine, wir könnten natürlich auch noch sparen und dann Rubinklingen draus machen oder noch bessere Sachen. Aber was auch möglich wäre, ist ein paar edle Langschwerter zu zimmern, weil dafür haben wir ja die Landpunkte auch rausgedonnert, ne? Und könnten damit dann gegebenenfalls mal ein paar, ne, 6 Langschwerter machen, die für gutes Geld verkaufen und den 5000 Gold ein gutes Stück näher kommen. Hier hinten haben wir nur Pech gehabt, aber noch eine Truhe ist hier, die nicht mal abgeschlossen ist. Zange, Hammer, Fackel, Lederrüstung. Ich frage mich, warum man die hier findet. Was soll mir denn die Lederrüstung hier bitte bringen? Die ist doch schlechter als die, die ich besitze. Also warum finde ich in der Lederrüstung nichts Besseres? Sehr, sehr schade. Naja, was soll's. In der nächsten Folge gucken wir uns hier weiter um. Den Lehrling vom, wie hieß er? Koval. Den kennen wir doch auch schon. Das ist der Brian. Den werden wir auf jeden Fall mal ansprechen. Dann alle weiteren Orks, die hier noch sind. Nehmen weiter fleißig Quests an und stibitzen, was das Zeug hält.
Denn uns hat ja bisher sowieso keiner aufgehalten, also lassen wir uns auch weiterhin nicht aufhalten. Bin sehr gespannt, wie sich das noch hier entwickeln wird. Und ob wir auf die auf den grünen Zweig kommen und das sowohl vom Gold, weil wir müssen ja auch bedenken, dass ich eventuell diese drei Gerichte kaufen will und ins Piratenlager möchte. Das wären schon mal 8000. Ja, also ihr merkt, es wird sportlich. Und auf der anderen Seite, ob wir halt von den Lernpunkten und den Attributen auf den grünen Zweig kommen. Aber naja, wir machen erstmal weiter, bis wir dann wirklich vor Problemen stehen. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.